Thomas, du bist jetzt schon seit 18 Jahren bei Special Olympics dabei. Was ist da eigentlich konkret deine Aufgabe? Also früher war ich als Trainer und Jungfeldpartner dabei. Mhm. So Jungfeldpartner ist, da spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung quasi gemeinsam trainieren zusammen und spielen gemeinsam Turniere. Mhm. Und seit 5 Jahren habe ich die Ehre, dass ich der stellvertretende Sportdirektor sein darf bei Special Olympics Österreich. Mhm. Das ist einfach meine Aufgabe, in ganz Österreich zum Kurbeln und möglichst viel solche tolle Veranstaltungen wie da zum Mitorganisieren, Trainings zu unterstützen und einfach schauen, dass da was weitergeht. Super. Thomas, jetzt sind wir da halt beim Panther Cup. Fußball bringt so viele Emotionen mit, da ist Spaß, da ärgert man sich auch mal, danach freuen sich wieder alle. Was bedeutet denn der Sport auch für Menschen mit einer Behinderung? Also was gibt es den Menschen auch? Ja, in erster Linie ist es wie für jeden anderen Sportler auch. Mhm. Also es wird trainiert und jetzt kann man einfach sein Bestes zeigen, indem man gegen andere Teams spielt. Es ist nicht viel Unterschied, als wie einfach bei jedem anderen Fußballturnier. Mhm. Jetzt bist du seit einigen Jahren auch Betreuer von einer Mannschaft. Was gibt es da für Herausforderungen? Was macht aber auch die Arbeit so besonders? Die Herausforderung ist, dass wir eigentlich immer mit heterogenen Gruppen arbeiten. Also die Niveaus sind bei uns ganz unterschiedlich von den Spielerinnen, dass man sich auf das einlässt. Mhm. Aber das Tolle ist auch bei uns, du wirst als Trainer nie rausgeschmissen, wenn du 3 Spiele verlierst. Das ist ein großer Vorteil, also kann man wirklich langfristig denken. Und ja, der Alltag ist einfach, die Stimmung hochzuhalten im Training und durch solche Highlights wie heute, wenn wir beim Turnier dabei sein dürfen, das ist dann immer das Highlight für Trainer und auch für die Sportlerinnen. Mhm. Jetzt reden ganz viele Menschen in der Theorie über Inklusion. Hier gibt es Inklusion im Leben, ihr haucht es im Leben ein. Was bedeutet denn auch die Sportart für Menschen mit Behinderung? Das ist wie jeden anderen Sport, ist einfach ein wichtiger Teil für viele im Leben. Und wie soll man sagen, Inklusion sollte man sich nicht verdenken, sondern einfach aktiv werden. Einfach machen, offen sein, das ist das Wichtigste und dann kommen wir dann solche tollen Veranstaltungen wieder raus. Dankeschön. Ja.